Sascha, wohin fliegen wir? Paris. Ist das nicht die Stadt der Liebe? Ja, aber wir gehen eher auf so einen Bauernhof oder so. So schlecht. Das hast du mal gesagt. Ich weiß. Ja. Ist Paris nicht die Stadt der Liebe? Wir fahren dann eben irgendwo anders hin, auf so einen Bauernhof. Ja, Leute, ey. Wo ist die Energie? Jetzt bräuchten wir so einen AJ, der jetzt schon um, keine Ahnung, 9 Uhr richtig durchdrehen würde. Ja. Was macht AJ? Wir gönnen uns ein bisschen Tequila. Aber crazy, wir sind seit 9 Uhr wach. Ich habe meinen Kaffee, 2 Brezel, Erdenwasser, ich habe Wasser. Fliegen gleich los. Wir haben nicht verschlafen. Obwohl ich mit Sascha fliege. Krass, ne? Einfach 7. Wir sind jetzt gelandet. Wie verschickt sehen bitte schön diese Fenster aus, wie schön. Der Flughafen ist komplett auf Filzen oder auf Teilen, ich weiß nicht, einfach weiter. Wir werden einfach gefahren. Es ist so geil. Wir haben einfach einen Chauffeur. Was, Bruder? Er ist am Not. Das ist so das Auto, auf das du hoffst, wenn du bei Freeloan Taxi buchst, du sagst, du bekommst mit 6 Personen. Aber dann kommt immer dieser Toyota Yaris und dann werden hinten 2 Sitze aufgeklappt. So stelle ich mir vor, wurde Elizabeth und Benedict transportiert. So stelle ich mir das vor. Wer? Das Hotel ist so crazy. Hier haben wir die Schilder von Captain America. Like, what the fuck? I am the one, the way your son don't need a gun to get. Was würdest du sagen? Wie fandest du den Elevator? 10 von 10. Mein erstes Mal im Tower of Terror. Dein erstes Mal? Ich hab's nicht erwartet. Es war ein krasses Gefühl. Das muss man gemacht haben. Wer lacht bitte schön, welcher Psychopath? Das ist eine Form von Angstbewältigung. Hey Sarah, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Warum lachst du bei jeder Achterbahn? Bist du eigentlich eine Psychopathin? Nein. Spaß zu haben? Ja. Was? Sie erfreut sich, weil wir Angst haben. Das ist einfach die Freude, die sie hat. Zu Hause ankomme.